Also, servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Works Sony Crafter an. Es ist der WX696.9 und es ist ein Multifunktionsgerät von Works. Seht, da kann man die Geschwindigkeit einstellen. 5000 bis 18000 Oszillationen. So, da kann man das Werkzeug wechseln, das finde ich praktisch zum Verstauen. Da kann man es lösen, festmachen. Seht, es ist die Universalaufnahme. Fertig ist, ganz leicht zum Verstauen und man verliert es nie. Schauen wir die Maße an, ziemlich genau 28 cm ohne Akku. Super Griff, dass er so dünn ist, das gefällt mir wirklich gut. Also man kann den schön packen, super, dass da dünner ist. So. Dann machen wir das ganz fest, dann schauen wir uns die Vibrationswerte an, das Gewicht und ja. So, Gewicht haben wir 889 Gramm. Der schaut So, da habt ihr nochmal einen Vergleich bei den Längen. Ihr seht, der eine Varito, der kompakteste. Der Works Sony Crafter ist auch relativ kompakt im Vergleich zu den anderen. 2 cm ist nicht so wenig. Ja, also ein bisschen besser wie die anderen ist er. Bei den Schneidezeiten gibt es deutlichere Unterschiede. Ihr seht, es ist, der Varito ist mit Abstand der schnellste, dann kommt der AEG, dann kommt der Works und dann der Bosch. Der Works ist eher Richtung Bosch, also definitiv weit weg vom Einhell und deutlicher Unterschied zum AEG. Also wer extrem schnelle Schnitte machen will, ist mit dem jetzt nicht bestens bedient. Vor allem wenn man relativ viel schneidet, macht es dann schon einen Unterschied, weil die Geschwindigkeiten sind schon enorm unterschiedlich. Ein großer Pluspunkt für den Works ist das Gewicht, definitiv deutlich leichter als die anderen, vor allem als der Bosch, also klarer Pluspunkt. Dann haben wir die Vibrationen, wie ihr sehen könnt, die Vibrationen sind beim Works definitiv in Ordnung, nicht zu hoch, weit weg vom AEG, ungefähr auf Einhellniveau, viel besser als der Bosch, also kann man schon verwenden, man sollte nicht übertreiben zeitlich, finde ich, das geht dann doch relativ schnell auf die Nerven mit dem Multifunktionswerkzeug. Alle Multifunktionswerkzeuge sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für ihn, das macht. Vielen lieben Dank für ihn, das schaut. Abo da, das Kommentar da, das Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Mal.